Weiter geht's mit Alien Isolation. In der letzten Folge haben wir versucht, das Alien hier im Systec-Turm einzusperren. Was nicht ganz so geklappt hat, sagen wir es mal so. Das Gute ist, Wraith hat schon einen neuen Plan. Und zwar sollen wir jetzt über den Aufzug nehmen zum Gemini Exoplanet Solutions. Und dort gibt es anscheinend nochmal einen neuen Raum, wo wir es einsperren können. Bevor wir jetzt aber das machen, würde ich ganz gerne nochmal gucken, ob wir die passende Tür für die Schlüsselkarte finden. Wir haben die am Ende der letzten Folge bekommen. Und ich meinte, ja, ich weiß, dass ich irgendwo eine Tür gesehen habe. Ich weiß noch nicht mehr so genau wo. Aber jetzt beim Schneiden habe ich die Tür wiedergefunden. Da werden wir jetzt mal hingucken. Ich weiß noch nicht genau, ob es halt die richtige Tür ist. Da stand nur bei Bochen Schlüsselkarte. Ich habe halt keine Ahnung welche. Aber das werden wir gleich sehen, wenn der Roboter mal zur Seite geht. Na, das war ja klar. Weil die Tür war... Alien? Ne, ich glaube nicht. Oh, doch, keine Ahnung. Weil die Tür war ziemlich weit oben, wollte ich sagen. Ich habe mir den Weg gemerkt, hoffe ich. Aber die müsste gleich schon hier vorne sein. Ich kriege jetzt zum Glück gar nichts mit. Na, perfekt. Und schau. Und vor denen hatte ich mal Angst. Gut, das war dann hier rum. Und dann links, meine ich. Genau, dann wieder links. Und hier vorne rechts müsste schon die Tür sein. Mal sehen, passt die Schlüsselkarte? Ja. Okay, mal sehen. Da muss es irgendwas Gutes hinter sein. Ich meine, die Schlüsselkarte war relativ gut versteckt. Wir haben da so ein Verkabelungsding. Bisschen Ethanol. Hier haben wir Komponente. Können wir noch irgendwas craften? Vielleicht ein paar Medikits oder so? Hauen wir da mal alles rein. Und basteln mal welche. Wir werden sicherlich bald wieder welche brauchen. Weil ich muss ja jedes Mal den Köder spielen, um das Alien anzulocken. Warum auch immer. So, können wir Komponente wieder mitnehmen? Was liegt hier? Ein Sensor. Für was brauchen wir Sensoren? Hatten wir nicht mal irgendeine Sensorgranate? EMP vielleicht? Sind die Sensoren da? Ja, stimmt. Zwei Stück brauchen wir dafür. Machen wir uns hier nochmal ein EMP. So. Und Sensor mitnehmen. Einen Schrank zum Verstecken haben wir hier. Da ist auch noch was zum Suchen. War auch nicht wirklich was Brauchbares. Obwohl, hier sind noch zwei Sachen. Geil. Oh wow, leer. Und leer? Das war's? Ich dachte, es gibt irgendwas Geiles oder so. Vielleicht ein Plasmaschneider. Na gut. Mal sehen, was wir hier machen können. Wir könnten die Beleuchtung deaktivieren und dafür den Schachtzugang öffnen. Bringt uns aber auch nicht viel. Wir wissen ja, wo es hingeht. Tja. Also das war jetzt ziemlich enttäuschend. Na gut, wo müssen wir hin? Wir scheinen schon auf der richtigen Ebene zu sein. Links rum und dann hier wieder links. Ist die Tür jetzt offen? Ich meine, die war damals zu. Naja, wir gucken mal hin. Okay. Dach kurz. Alien steht hier wieder um die Ecke. Aber zum Glück nicht. Es hängt wahrscheinlich wieder irgendwo eine Lüftungsschacht drin. Ja, hier ist offen. Perfekt. Können wir direkt in die Lobby gehen. Wo sind denn die Leute? Na, die nervigen. Sind die nett oder böse? Sehen mir eher böse aus. Da steht noch einer. Na, wenn ich jetzt schieße, sind wir auf jeden Fall alle tot. Aber dann kommt das Alien aus irgendeinem Schacht gekrochen und legt uns um. Man muss jetzt an die anschleichen. Könnten wir die schlagen, aber dann sieht uns der da hinten, denke ich mal. Geht der da weg? Ist überall so leer. Ja, geht so. Wir können uns auch ganz außen rum schleichen, aber es wird nervig. Da läuft ja auch noch jemand rum. Okay, eins, zwei, drei Leute. Gucken wir mal nach oben. Ob wir hier noch jemanden erkennen? Nicht wirklich. Rechts sehe ich auch keinen. Na gut, dann schleichen wir uns rum. Okay, wir schleichen uns nicht rum. Sie haben uns gesehen. Ja, ich hau mal kurz ab, weil ihr lockt das Alien sonst nur an. Sonst habe ich eigentlich keinen Bock.
Okay, rein da, rein da, rein da. Oh mein Gott. Okay, okay. Das Alien räumt jetzt oben hoffentlich mal auf. Und wir machen uns hier unten eine entspannte Zeit. Alter. Plasma-Schneider benötigt. Sensor sagt, mit 70 Meter ist eigentlich weit genug weg. Auch wenn das nicht so klingt. 60, okay. Wieso scheiße? 20 Meter? Hat es mich reinlaufen sehen, das Alien eigentlich nicht, oder? So. Nicht ganz sicher. Klang dicht. Ach super. Wieso sitze ich einfach ruhig? Das hätte doch nicht passieren müssen, jetzt mit einem Alien. Oh, das wollte ich auch nicht. Nee, es ist 90 Meter weg, aber es klingt so dicht. Okay, es ist nirgends so hier. Leben die Leute noch? Ja, ich höre ihn noch jemand anreden. Als wenn das Alien die nicht geholt hat. Egal, wir schleichen uns hier rum. Gucken, ob wir mal mittlerweile hier unten eine Tür aufmachen können. Mal wieder schreien. Geh weg. Ja, danke dafür. Leer. Wieso guckt das auch hin? Ach Mann. Wo kam der Typ her? Dann hätte ich die am Anfang doch direkt umlegen sollen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mich gesehen hätte. Also nicht die, aber der Typ, der dahinter stand. Jetzt muss ich den ganzen Weg dann nochmal hochlatschen. Ja, obwohl muss ich das? Eigentlich gab es um nichts Gutes, ne? Na, wir machen es trotzdem. Ja, guck mal, war der noch da? Dann halt nicht. Wieso muss er eigentlich immer im Weg stehen? Jetzt sieht er mich, oder? Nicht? Was ein Trottel. Okay, dann. Jetzt wissen wir, wo es lang geht. So. Da gehen wir gleich rein. Nochmal kurz nach hier hinten. Müssen uns auch wieder die Sachen herstellen. So, ich würde mal sagen, ich crafte kurz. So, jetzt haben wir einen ganz guten Vorrat. Dann nehmen wir beides mit. Sensor hier, Komponenten. Oh mein Gott, okay. Ich dachte gerade, das Alien kommt rein. Die Tür ist hinten uns zugegangen. Ja. Vielleicht sind die jetzt mal nicht leer hier. Ja, Schrott immerhin. Und leer. Also der Raum lohnt sich echt nicht. Wir machen es einfach mal auf. Keine Ahnung, was es bringt, aber dann haben wir es immerhin. Gut, dann versuchen wir es jetzt nochmal. War es das Alien? Nee, ne? Also, vielleicht schon, aber ich dachte, vielleicht ist es auch jemand hinter der Wand. Ich weiß wieder nicht, ob es im Lüftungsschacht ist oder da vorne im langen Gang. Okay, Lüftungsschacht. Ist direkt über mir, oder? Ja. Obwohl? Ne, war 62 Meter. Ich habe 0,06 gelesen. Egal, solange es da hinten ist, gehen wir da lang. So. Immer noch links in der Ecke hier? Ja. Ihr Trottel. Dass sie es mittlerweile noch nicht gescheckt haben, dass hier ein Alien rumläuft, dass es alle umbringt, sobald die einmal ein Geräusch machen. Da hätten sie da zwei Leute, habt ihr jetzt gerade richtig gesehen? Das Alien ist auch in der Nähe.
Ich weiß halt nicht, ob die mich da hinten sehen, wenn ich jetzt angreife. Versuch's einfach mal. Ja, selber schuld, aber ihr trefft das ja anders nicht. Ach, nicht dein Ernst. Bitte geh dahin, wo hinten geschossen wurde. Bitte geh dahin, wo geschossen wurde. Wieso nicht? Wieso bleibst du hier stehen? Ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht. Alter, das ist die magische Ecke. Geh weg. Geh weg, ja, so ist gut. Die Trottel, jetzt läuft das Ding hier rum. Okay, es ist in den Lüftungsschacht gegangen. Da steht einer am Fenster. Wo ist der andere hin? Ich sehe nicht, ich möchte die Pumpkin-Muni haben. Oh Gott, oh Gott. Ab in die Ecke. Das müsste hier direkt neben uns sein. Ich glaube, es räumt auf, ne? Ich glaube, es ist aufräumen gegangen da hinten. Sehr gut. Haben die nicht anders verdient. Gehen wir vorsichtig rechts rum. Ich hoffe einfach mal, hier kommt jetzt nicht dieser eine Typ wieder von gerade eben. Oh, da ist er tatsächlich. Es juckt ihn auch gar nicht, dass Alien hier rumläuft. Das ist ihm scheißegal. Sein ganzes Team wurde gerade umgebracht. Ja, geht hier einfach spazieren. Oh, er guckt da rein mit der Waffe gezogen. Und wir schleichen uns mal hinterher. Konnten wir die Küche jetzt öffnen eigentlich? Nee. Letztes Mal wurde ich ein bisschen unterbrochen. Mal sehen. Da steht er noch. Und ich höre das Alien hier irgendwo in der Nähe. Wir schleichen uns ran. Vielleicht erwischen wir ihn von hinten. Ja? Ja, guck einfach nicht. Aber das gibt noch Rache von gerade eben. Scheiße. Ja, ruhig, ruhig. Sehr gut, hat keiner gemerkt. Ich öffne das ein. Bitte hier rein. Bitte, bitte, bitte! Jutsu! Oh mein Gott. Das war so knapp. Das beste Thema, das hat keiner gemerkt. Jetzt konnten wir die eine Leiche nicht looten. Aber es ist immer so. Lieber Leben als Loot. Ah. Ich bin in Gemini, Waits. Gemini. Die gesamte Einrichtung muss mit Strom versorgt werden. Na klar. Es gibt einen Lastenaufzug, den Sie nehmen müssen. Aber er ist nicht mehr in Betrieb, seit Six und Gemini die Gelder gestrichen hat. So, ja klar. Warum muss ich jetzt nochmal den Köder spielen? War ich immer noch nicht ganz verstanden. Ihr seid doch ausgebildete Sheriffs. Mit Waffen. Ah, na gut. Oh, Speicherpunkt. Okay, nicht looten. Gleich speichern gehen. Sicher ist sicher. Bevor das... Oh Gott, das wäre ich, glaube ich, ne? Bevor das Alien hier aus irgendeinem Schacht gekrochen kommt. Mir ist sicher, dass ich hier war. Sind die schon wieder Leute? Habe ich die Tür doch nicht aufgemacht? Hier sieht es sicher aus. Okay, die sieht aber nicht so gefährlich aus. Wir gucken gleich mal dahin. Wir schauen erstmal uns hier ein bisschen um. Da haben wir toten Roboter, den ich nicht interagieren kann. Hier ist Strom wiederherstellen. Was haben wir hier? Tower Link. Sieht auch zu aus. Plasmaschneider und einfach so zu. Und dann sind wir wieder hier, wo wir reingekommen sind. Okay, dann gehen wir mal vorsichtig zu der Frau dahin. Eigentlich will ich nicht schießen. Wenn irgendwas Dummes macht, sprinten wir und klatschen die weg. Hallo? Hallo? Das kommt mir alles ziemlich komisch vor, oder nicht? Ja. Okay, das ist wieder eine dieser komischen Leute, die einfach nur rumsitzen. Dann lassen wir die mal. Da drin gibt es Informationen. Da könnten wir gleich mal reingucken. Wir werden hier verrecken. Das ist Ihnen klar, oder? Ja. Bin ich schon oft genug sogar.
Ach, das sieht nicht gut aus. Und hört sich auch nicht gut an. Suchen Sie das Bedienterminal, das Sie für den synthetischen Wärter dagelassen haben. Es ist im Lagerraum direkt vor Ihnen. Und tun Sie es leise. Ja, danke. Du weißt also, wo alles liegt, und trotzdem muss ich gehen. Alles zu hier. Lagerraum direkt vor mir. Okay. Schön ruhig. Da ist ein Kartentisch. Also die Karte sieht so aus. Und jetzt? Haben wir hier links alles aufgedeckt. Das ist direkt vor mir? Na gut. Strom wiederherstellen. Ziemlich viele Gänge, muss man sagen. Sexton versucht seit Jahren, die gesamte Ausstattung zusammen mit Sevastopol zu verkaufen. Bis jetzt wollte es niemand, aber das bedeutet, dass die Sicherheitsvorkehrungen noch intakt sind. Okay, genug Rede jetzt, Waits. Sicherheitsvorkehrungen? Also ich muss aufpassen, dass ich hier in keine Falle laufe? Ich hoffe, Wade sagt diesmal Bescheid, bevor er hier irgendwelche Bomben hochjagt, die ich reinlaufen kann oder so. Kein Android zu sehen, das ist schon mal gut. Das ist zwar nicht unbedingt gefährlich, aber die nerven und locken Aliens an. Und das Alien ist schon sehr gefährlich, wie wir feststellen mussten. Verstecken. Da können wir unterkriechen. Hier irgendwas Brauchbares? Ja, eine Impfpistole ist immer nett, aber Rest der Müll. Oh, das sieht aus wie Sicherheitsvorkehrungen. Das heißt, wir müssen irgendwo die Kameras deaktivieren. Oder uns einfach vorbeischleichen. Moin. Was haben wir hier? Verbesserter Plasmaschneider. Plasmaschneider, danke. Ich hab ihn. Das ist doch einfach nur die Öllampe, oder nicht? Na gut, Hauptsache wir haben das Teil. Ich höre das Alien. Wir stellen erstmal die Kameras aus. Da rechts steht jemand. Hallo. Die Kamera aus. Instabiles System. Ich weiß immer noch nicht genau, was das heißt. Ich mach's mal an. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee, ist oder nicht. Das werden wir ja noch merken. Der Roboter scheint aber fest drin zu sein. Egal, wir gehen hier durch. Funktioniert das Ding genauso? Ja, bewegen. Um die Platte zu schneiden. Oh. Da ist ja ein bisschen kleinerer Bereich. Sehr gut. Und den Hebel benutzen. Perfekt. Einfach den Türgriff freigeschnitten hier. Gut. Ich höre hier ein paar unschöne Geräusche. Kartentisch einmal mitnehmen. Können wir uns verstecken. Oh. Alle Handelsvertreter des Konzerns müssen sich bei Besuch beim nächstgelegenen Synthet melden. Hast du mich gesehen? Ja, keine roten Augen, oder? Vielleicht ist er auch nicht böse. Wir lassen ihn erstmal wieder davonlaufen. Und sammeln hier einmal alles ein. Gut, war jetzt nicht so viel. Dann mal sehen, was haben wir hier? Neues Terminal zum Lesen. Fehler. Freigeben. Sixtons Finanzierungen. Mit Bedauern teilt ihn Sixton mit, dass Gemini... Oh nein. Vielleicht bringt er irgendwas. Nee. Doch. Oh Gott. Dieses blöde Vieh. Aber der Flammenwerfer ist ja OP. Aber wir haben auch ordentlich Muni verbraucht. Egal, solange es weg ist, weiterlesen. Schnell, komm. Junge. Gut, dass der Roboter Bescheid gesagt hat. Keine weiteren Finanzierungen mehr erhalten. Sixton trägt keine Verantwortung für die laufenden Verträge von Gemini-Personal. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten über die Stilllegung der Anlage.
sie es nicht. Was dies für sie bedeutet. Geh weg. Ich will Munition sparen und du wirst dich sterben. Naja, das habe ich mir gedacht. Auf einmal nicht mehr so mutig, was? Was macht das? Das macht irgendwas. Ja. Ich glaube, Sessel sind deine Schwäche, kann das sein? Geh einfach in den Lüftungsschacht. Ich kenne mich leider nicht gut genug aus, um wegzulaufen. Hat er schon so Angst, wenn es nur so leuchtet? Okay, wir haben ein kleines Problem. Ja, komm weiter nach rechts. Nein. Ich will durch die Tür durch. Nur durch die Tür durch. Überlebt. Aber ordentlich viel Schuss gebraucht. Shit, wir brauchen einen Speicherpunkt. Bevor wir das da lesen können. Das Viech kommt die ganze Zeit. Schaffen wir so nicht. Wo ist der Roboter? Da hinten. Jetzt hat die Frage, ob der freundlich ist. Das Ding ist schwer da. Hier ist ein Schrank. Wenn das eigentlich nicht so oft ist, wie soll man denn da irgendwas lesen? Ich weiß doch hier direkt neben mir. Ich komme mal lieber nicht auf den Scanner, nicht, dass das hört. Ja, man sieht seinen Schatten kurz. Moin. Aber der Flammenwerfer ist stark. Ich glaube, wir können es damit nicht töten, aber es verscheuchen und das ist schon mal ziemlich stark. Das frage ich mich auch. Scheint zu gehen. Komm, guck mich jetzt bitte nicht böse an. Sehr gut, entweder hat er mich nicht gesehen oder er ist nett. Es kommt schon wieder, mein Gott. Guck mal, wie sie da zusammen stehen und sich angucken. So, das geht wieder. Wo muss ich denn hin, ist die Frage. Klettern? Oh, klettern. Aber hier unten sind da noch zwei Terminals. Tür verschlossen, das war ja klar. Und jetzt weiß ich nicht, wann das Alien unten ist. Könnte jetzt der Roboter sein oder das Alien auch? Oh ne, das soll das Alien sein. 30 Meter. Hinter mir auch noch 30 Meter. Egal, einfach runter. Schnell, schnell, schnell. Schnell. Hast du mich nicht gesehen? Oh, hast du mich wirklich nicht gesehen? Ist das nervig. Ist aber noch er an. Er hat weiße Augen, oder? Er müsste eigentlich nett sein. Soll ich es mal testen? Ja, komm. Hallo? Oh ja. Ich glaube, ich hatte noch nicht das Vergnügen. Sehr gut. Ich höre das Alien nicht. Aber hier ran, schnell. Ich komme um. Zugang zu dieser Anlage ist Besuchern untersagt. Außer sie sind Teil des Betriebssystems. Was? 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 Was ist der Problem auf einmal? Ja, das ist gerade ungünstiger Zeitpunkt. Damn, ich hab... Roboter, Alter. Der kommt, das kommt. Okay, das hat sowas von gesehen. Oh, moin. Ja, ich bin tot, oder? Junge, diese hinterhältige Kackroboter.
Naja. Haben wir unser Magazin da wieder für einen Flammenwerfer. Ist das nervig. Aber ich sag's irgendwie ein bisschen in der Falle. Naja, jetzt wissen wir immerhin, wo es lang geht. Haben wir hier schon alles mitgenommen? Ich glaube, wir haben erst gespeichert und danach glutet, ne? Nehmen wir jetzt hier mal alles mit. So viel gibt's hier auch nicht. Gut, dann nochmal. Hier war es einfach geradeaus durch. Mach ich. Diesmal wissen wir, der Roboter wird böse, wenn wir an seinen Computer rangehen. Sixen versucht seit Jahren, die gesamte Ausstattung zusammen mit Sevastopol zu verkaufen. Bis jetzt wollte es niemand, aber das bedeutet, dass die Sicherheitsvorkehrungen noch intakt sind. Okay, genug Rede jetzt, Waits. Jetzt wechsle ich mal die Waffe. Gibt es irgendwelche Hotkeys, die ich aus Versehen drücke? Ich würde gerne den Revolver behalten, weil mit dem kann ich auch schlagen noch gleichzeitig. Ah, oh, shit. Jetzt habe ich das Ding komplett vergessen. Oh mein Gott. Das war knapp. Komm, geh einfach. Ich will die Munition sparen. Sieht mich das hier? Nee, ne? Nee, Glück gehabt. Und das Alien kann einfach reinlaufen und das Alarm losgeht, oder wie? Anscheinend ja. Komm zur Redelüftungsschacht mit dir. Weg. Nee, nee, nee. Aber jetzt. Ach, kommt so schnell wieder, ne? Ja. Und das Alien kommt auch so schnell wieder. Perfekt. Keine Ahnung, wie ich jetzt hier die Computer lesen soll. Alien ist weg. Das kommt noch da. Was war das denn? So, einmal ausmachen die Kameras. Stabiles System. Immer noch keine Ahnung, was das bringt. Mach jetzt an. So. Lass mal Schneider. Sehr gut. Wir haben einfach nur den Tank ausgetauscht oder so. Egal. Hauptsache das Teil funktioniert. Bevor wir jetzt aber auflöten gehen, gucken wir uns mal hier um. Hier können wir aufmachen, hätten wir schon mal einen Rundgang. Er ist nett, solange ich nicht an seinen PC rangehe. Hier bräuchten wir Strom. Na gut. Dann machen wir erstmal beide Türen auf. Oder wird er sauer, wenn wir jetzt seine Tür kaputt machen? Schaffen wir nicht. Sehr gut. Einmal rum hier. Und Hebel aufmachen. Ich höre das Alien, glaube ich. Kommt es raus? Ich hoffe mal nicht. Wir haben noch eine Tür hier. So, schnell, schnell, schnell. Ich höre es nicht, ich höre es nicht. Sehr gut. Oh nein. War ich das mit dem Knall? Ich glaube ja. Okay, gut. Türen schon mal offen. Kartentisch. Schrank haben wir auch. Haben wir die Flammenwerfer ausgerüstet? Ja. Ich würde halt gerne jetzt den hier lesen. Kann ich das nicht wieder zumachen? Sieht nicht so aus. Komm, schnell. Schnell einmal rangucken. Wo waren wir? Freigeben.
Wir möchten Ihnen stelle persönlich für die mit uns verbrachte Zeit danken. Schuhversorgung. Einige von Ihnen haben nach einer können Sie Wartungssystem in diesen Code zugreifen? 8897. Hinweis, dies erfordert weiterhin Absprache mit den Vorgesetzten. Okay, einige von Ihnen haben einen. 8897 zum Strom wiederherstellen. Wieder Serviceanfrage. Bitte wählen Sie einen Dienst. Ach so, ja, egal. Checkauftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt. Ein Wartungsandroid ist unterwegs. Was heißt das jetzt genau? Was ist Sektor 12 hier? Sektor 12, wo ist denn der? Keine Ahnung, aber es kann sein, dass der Typ abhaut, der Roboter. Und sein PC. Oh, das ist Alien, aber es ist nur er. Kommt er jetzt hier hin, weil wir ihn gerufen haben? Ich glaube ja. Dann mach du da deinen Kram. Und ich leih mir mal deinen Computer aus. Vielleicht bleibt er da auch ein bisschen länger. So, ich habe vergessen, was der Code war. 8897? Scheiße. Fehler, Vertrieb. Vertriebssystem herstellen? Strom zu lokalen Leitungsschaltern wiederhergestellt. Wo finde ich die Leistungsschalter, Waits? Da ist einer in den Analyselabor. Erstmal hoch, keine Ahnung. Der andere ist im Dekontaminierungsraum. Tür ist immer noch zu, nein. Ich habe die jetzt aufgemacht, vielleicht. Gut. Dann müssen wir wohl nochmal zurück. Betätigen Sie den Leitungsschalter des Analyselabores. Machen wir gleich. Alien ist genau über mir oder genau unter mir? Das ist immer schwer zu sagen. Ich kann auch nicht runtergucken, doch so. Egal, runter da. Komm, sei nicht hier. Okay, sehr gut. Was ist das da? Achso, nur ein Sensor. Ich dachte, ich könnte das Tablet mitnehmen. Wir gucken noch einmal schnell ran, ob es irgendwelche wichtigen Informationen gibt. Ich habe nicht gelesen. Die Vertriebsbeteiligungsüberflüssigung wird demnächst außer Betrieb. Reduziert Betriebswerk gebraucht. Fragen Sie Ihren Vorgesetzten. Nein, tut mir leid. Ich war noch nicht dran. Okay, gut, er ist nicht böse, glaube ich. Ich muss nochmal zum Code gucken, ich habe den vergessen. Sehr freundlich. So, schön leise hier rumschleichen. Und nochmal hier rangucken. 8,8 und dann 9,7. Freigeben? Nee. Serviceanfrage, wo waren das jetzt? Ach hier, 8,8,9,7 war richtig. Gut. Frage: Wohin müssen wir jetzt? Okay, wir müssen den ganzen Weg nochmal zurücklatschen. In irgendeinen Schacht rein und dann darum. Ich höre Schritte. 63. Ist das Alien? Ja, es ist das Alien. Ich müsste den Flammenwerfer noch ausgerüstet haben für Notfall. Hast du mich gesehen? Boah, ich glaube nicht. Glück gehabt. Schleichen Richtung Schrank. Da ist es. Jetzt ist es da. Einmal in den Schrank reinkommen. Entfernt's. Na, komm dichter. Ich weiß nicht, ob es ein. Sind wir für einen Schacht drin, glaube ich. Klang zumindest so. Oder? Jetzt könnte es auch wieder draußen sein. Ich guck mal vorsichtig um die Ecke. Sieht gut aus. Oh, hier ist offen. Sehr gut. Da ist auch offen, aber ist nur ein Rundgang, ne? Ja. Dann hier lang. So ist die Musik wieder so laut. Inventar voll. Da ist ein Speicherpunkt gewesen gerade. Schnell hinter. Ja.
Hier könnten wir jetzt nach oben. Oder wir bleiben unten. Und anscheinend müssen wir nach oben. Das heißt, wir gucken uns erstmal unten um. Schon mal einen kleinen Überblick verschaffen, wo es überall hingeht. In die Mitte gucken wir gleich. Hier brauchen wir Strom. Liegt noch ein bisschen Loot rum. Wir haben hier überall Lüftungsschächte. Hier ist aber sonst nichts weiter. Dann gucken wir mal hier runter. Der hat nichts dabei. Oh, mein Gott. Was ist denn? Da habe ich mal was verbrochen. Darf noch hier sein oder nicht? Was ist das für ein Geräusch? Wieso mache ich solche komischen Geräusche, wenn ich mich bewege? Ein Flammenwerfer? Ja, okay, war irgendein Bug. Meine Güte. Dämlichen Roboter. So, als Terminal. Leistungsschalter zurücksetzen. Gut, das heißt, wir müssen hier gleich nochmal hin. Jetzt haben wir immerhin schon den Roboter ausgeschaltet. Dann stört er gleich nicht. Dann würde ich sagen, gucken wir mal die Leiter hoch. Kann man nochmal speichern? Ne. Noch Cooldown. Mal hoch da. Aber wir haben 700 Schuss für einen Flammenwerfer. Das ist ganz ordentlich. Ja, wir haben 600 Türen hier. Tür zu. Das war keine Tür, sondern nur ein Schrank hier. Und hier geht's durch. Oh nein. Kommt es? Oh, das war knapp. Was haben wir hier? Zugangscode benötigt. Shit, was war das mal von unten? 8897. 8897. Können wir auch nicht rein, zu verstecken halten. Hier können wir ran. Machen wir auch gleich mal. Das ist eine Munition für den Revolver. Oh nein. Ich denke, es ist in Lüftungsschächten, aber nicht ganz sicher. Es ist weg. Komm, ran da jetzt. Fehler. Und Fehler. Abwarten. S, wir müssen die Ware auf andere Weise nach Sevastopol bringen. Waits hat die Handelsfrachter unter Beobachtung und überprüft die Ambulanz-Shuttle. Sagen Sie Ihrem Kontakt draußen, er soll abwarten. Ich kenne einen Typen namens Sinclair, der uns helfen könnte. Er sehe nämlich nach der Zeit, als die Marshalls sich noch um das echte Verbrechen kümmern mussten, anstatt Geschäftsleuten das Leben schwer zu machen. Und Gemini-Schließung. Meine Damen und Herren, viele von Ihnen sind angesichts der aktuellen Lage und bevorstehenden Schließung von Gemini beunruhigt. Ich wurde von Sixten damit beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass die Zukunft von Sevastopol selbst 100% sicher ist. Verhandlungen mit gewerblichen Kaufinteressenten sind bereits im Gange. Das ist ja eine Lüge gewesen, wie wir jetzt wissen. In der Zwischenzeit bitte ich Sie darum, sämtliche Ausrüstung im Besitz von Sixten in die Sicherheitsschließfächer zu legen. Der Code lautet 2743. Wir verfügen über eine Inventarliste. Die Marshalls werden über jeden fehlenden Gegenstand informiert. Noch ein Code. 9987 und 2743. Audio fehlerhaft und das fehlerhaft. 2743. Ich hoffe mal, das ist direkt hier vorne. 2743. Ich habe gerade hier Taste auf einmal gedrückt. Ich hoffe, ich habe den Flammenwerfer nicht weggepackt. Ich dachte gerade, es kommt. Oh mein Gott. Es kommt auch wieder. Runter. Was macht es? Was geht? Meter? Lüftungsschacht oder Tür? Eins und Bein. Es geht 2743? 20. Ja. Okay. Was haben wir hier? Komponente? Nur Müll. Was war das hier? Ionenschneider. Dann können wir hier wieder raus.
Schnell rein. Oh Gott. Oh mein Gott. Es ist direkt neben mir. Halt machen zum Luftanhalten. Oder auch nicht. Das blöde Vieh. Okay. Es ist weg. Jetzt warten wir noch kurz, bis die Kamera wieder nach rechts geht. Dann schleichen wir uns hinten zum grün blinkenden Punkt hin und stellen die aus. Oder auch nicht, weil das Alien kommt wieder, glaube ich. 40. Geil. Ne, nicht egal. Ich hör's doch wieder laufen, oder? Nee, hä? Okay, schnell. Komm, sieht es mich hier? Nee, ne? Also die Kamera meine ich. Kamerafeed weg. Shit, ich vertappt heute nicht Kuh. So passiert das immer. Kuh geht auch nicht. Na toll, geh weg. Kartentisch. Nehmen wir mit. Alien ist gerade nicht in Sichtweite. Da ist Sue die Tür. Da haben wir einen Lüftungsschacht. Und das sieht auch nicht gut aus. Das kann eigentlich nicht hier reinkommen, oder? Es ist noch nie von oben aus dem Lüftungsschacht gesprungen, wenn ich genau daneben stand. Ich hoffe mal, das bleibt auch so. Da machen wir gleich auf. Wir gucken erstmal hier rein, auch wenn es nicht gerade ein Land aussieht. Na, wo führt das hin? Sollen wir da lang? Ich guck mal kurz rein. Okay, ist eine Sackkasse. Sehr gut. Es sei denn, dass Alien kommt, dann ist nicht gut. Ausweiskarte und einen Sensor. Oh, was haben wir hier? Hebel benutzen? Machen wir mal. Frage, wo das jetzt hingeht. Ah, das ist jetzt da, wo der Roboter vorhin war, glaube ich. Wo wir an unser Computer reingeschlichen sind. Und die Leiter hochgeklettert sind, da war der ja zu. Das haben wir gerade aufgemacht. Vermutlich. Gucken wir nochmal hier hin. Alles ruhig. Ich denke mal, dass es ein Lüftungsschacht ist. Machen wir mal hier auf. Was war jetzt die eine Kombination? 9987? Shit. Ich hab schon wieder vergessen. Okay, war ein Rundgang. Das heißt, wir können jetzt wieder nach unten. Bestätigen Sie den Leitungsschalter. Hm? Hab ich da was übersehen? Wahrscheinlich dann hier oder so. Wow. Den hat man ja gar nicht erkannt. Den hat man ja gar nicht erkannt, wenn man das nicht gewusst hätte. Ins Analyselabor. Analyselabor, ja. Ins Analyselabor müssen wir jetzt. Ich nehme an, wieder runter. Gucken wir mal direkt zum Speicherpunkt. Ja, wir haben schon wieder einiges geschafft. Ich muss ja auch wieder dicht laufen. Aber ich denke, Speichern sollte drin sein. Jo, sehr gut. Dann sag mal, Karte, wo ist das Labor? Da ganz hinten. Hinten blinkt es immer noch rot, ne? Ja. Da kommen wir nicht durch. Dann müssen wir wohl den ganzen Weg zurücklaufen. Na toll. Oder? Gerade nicht sicher. Weil eigentlich müssen wir auch hier noch was machen.
gucken im Router zum Terminal, ob wir jetzt irgendwas eingeben können. 9987 zum Beispiel. Oder was? 8897. Ach, verdammt. Nee. Können wir nichts machen. Gut, dann gehen wir zurück. Einfach hier durch und dann links rum. Und dann nochmal links rum, glaube ich. Hinter mir? Da? Kommen wir hier durch? Klettern. Los rein da. Okay. Wo sind wir jetzt gelandet? Wieso hat diese Raumstation eigentlich so übertrieben viele Lüftungsschächte? Das sieht auch nicht gerade TÜV-gerecht aus. Kommen wir hier raus? Ne. Okay, können wir doch. Aber wir bleiben hier drinnen. Ist ein sicherer Weg, glaube ich. Noch irgendwas hier in der Ecke? Ne, wir passen hier nicht mal durch. Sieht sauber aus. Oh. Was ist denn die Kamera gelaufen? Und hier sind jetzt die Türen offen, okay. Warten wir kurz, bis die Kamera wieder rumgeht. Oder können wir die kaputt schlagen? Ja. Perfekt. Wir schalten sie trotzdem nochmal aus. Sicher, sicher. Oh nein. Nein, 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 nein. Hier raus. Wechseln. Wechseln. Das hat mich nicht gesehen. Okay, das hab ich gesehen. Oh Gott. Lebe ich noch? Ja, ich lebe noch. Das Ding ist weg. Oh mein Gott, war das knapp. Bitte verkackt die Flammenwerfer auszurüsten. Da kommt es schon wieder, ne? Naja. Bisher sind wir gut versteckt. Oder halbwegs gut. Hat keinen Grund, hier in die Ecke zu gucken. So ist gut. Medikit nicht herstellen. Ausrüsten. Der Flammenwerfer ist so OP. Ich hoffe mal, dass wir wirklich die Munition nicht irgendwie später noch brauchen. Ich will damit eigentlich sparsam umgehen. Ich denke, es hat sich gerade trotzdem gelohnt. Ladungspacks immer noch voll. Aber wirklich was geben tut's hier nicht. Guck nochmal auf die Karte. Anscheinend gibt's hier doch was. Ich erkenne diese Hebel nicht. Was ist los mit mir? Also ohne die Karte wäre ich noch am Anfang, glaube ich. Gehen wir hier schnell rein, bevor das Alien kommt. Noch nicht. Wenn wir diesen Flammenwerfer-Bug. Gut, wohin jetzt? Jetzt müssen wir zurück dahin. Na super. Wenn ich einfach zuerst hier den Schalter benutzen können. Einfach durchschleichen. Gut, links und dann gleich rechts wieder rein. Dann sollten wir sicher sein. Komm, komm. Ich kann von hier aus nicht rein, oder wie? Ach, Mann. Das wäre so eine schöne Abkürzung gewesen. Hier vielleicht? Komm schon. Ne. Oh doch, hä? Also diese Hitboxen manchmal machen keinen Sinn. Egal, Hauptsache drinnen. Können wir gleich nochmal bei einem Speicherpunkt vorbeigucken. Meter. Ich glaube, das ist der Roboter. Weil das Alien höre ich noch hinter mir. Sehr gut. Erst aus dem Speicherpunkt. Müssen wir den Weg nicht nochmal laufen. Komm, komm, komm. Gut, safe. Dann erstmal das System an. Ich hoffe mal, der Roboter kommt da nicht raus.
Wähler? Verteilungsleiter. Starten Sie Verteilungsleiter. Machen wir mal. Ist so laut. Und dann wird er locker gleich wieder rauskommen hier, oder? Okay, ist noch nichts passiert. Man konnte dann noch irgendwas auswählen. Schnell mal gucken. Serviceanfrage. Bitte wählen Sie einen Dienst. Bereinigung von Gefahr, Wartung, keine Ahnung. Machen. Ach so. Wir hätten vielleicht warten sollen, bis der Typ da aussteigt, bevor wir diesen Antrag schicken. Ich hoffe mal, der geht trotzdem noch weg. Wo ist er hin? Wieso höre ich hier Schritte? Karte sagt, ich muss da noch irgendwas machen. Hä? Irgendwas passiert hier noch. Ah, er macht irgendwas. Strom? Nee. Was macht er da? Hat er das wieder deaktiviert? Ich glaube ja, oder? Was ist seine Mission? Wir speichern mal und testen nochmal, ob wir den von hinten one-shotten können. So. Oh nein, dass er hinkommt. Ach, ist das auch hier? Ja. Sieht mich nicht, oder? Geh einfach wieder weg. Wo ist das hin? Okay, mal auf die Karte gucken. Wir müssen immer noch irgendwas machen. Immer noch die Verteilungsleitung initialisieren. Gut, das ist wieder im Lüftungsschacht. Nur, dass wir den Revolver aus, damit wir schlagen können. Können wir auch mit Flammenwerfer schlagen? Mal sehen. Shit. Links oder rechts, wo lang geht es? Links, rechts. Oh, ich komme hier unter. Sehr gut. Komm, bring den Roboter einfach nur um. Das wäre gerade ganz praktisch. Oh. Geh weg. Ja, das ist eine gute Richtung. So ist gut, schön weg mit dir. Das ist. Nervt das Teil. Komm, geh in den Lüftungsschacht rein. Ist es? Ich glaube ja. So, was macht der da jetzt die ganze Zeit? Und was muss ich machen? Was treibt er hier? Tut mir leid, ich glaube, ich muss da ran. Okay, ich kann ihn nicht one-shotten. Kleines, blödes Roboterteil. Schnell weg. Bitte komm da unter, bitte komm nicht unter, bitte komm nicht unter. Er tritt einfach. Pass auf, Junge, das Alien kommt. Junge, wir sind sie. Nervig. Hä?
Komm, ist das nicht euer Ernst? Jetzt sitzen wir hier wieder in der Falle. Und zwar ordentlich. Medikit. Einmal heilen. Und zurück zum Flammenwerfer. Der Roboter uns wieder vergessen? Das wäre ganz praktisch. Oh nein. So einfach kriegst du mich nicht, du blödes Alien. So, ist gut. Schön in deinen Lüftungsschacht zurück. Komm mal über dir. Geh da mal rein. Oh, schade. Jetzt steht's da einfach. Ja, ich weiß, dass ich es machen soll, aber ich komme gerade nicht dazu. Oh mein Gott. Immerhin nervt Waits gerade nicht. Mann, Mann. Geh doch jetzt bitte einfach weg. Ja. Sehr gut. Und er macht gerade wieder irgendwas am PC? Ich hoffe, er hat noch Schaden. Gib ihn jetzt vielleicht. Shit, ich hab's angezögert. Das ist sehr nervig. Ich hätte einfach doch einen Elektroschocker verwenden sollen. Ich wollte nach unten mich bücken. Oh. Ach, ich hasse euch beide. Was hätte ich denn machen sollen? Ich hab doch eigentlich alles aktiviert an dem PC. Haben wir gespeichert nochmal? Die wir den rausgelassen haben? Eigentlich nicht, oder? Oder doch? Schon wieder alles vergessen. So, wenn das Alien gleich weg ist, dann geben wir dir gleich mal einen Elektroschocker. Sehr gut. Ich meine, die haben 7, keine Ahnung, Schüsse oder so. Oh nein. Wo ist es? Hä? Es klingt, als wäre es genau neben mir. Ist es auch. Ich glaube, es ist über mir. Oh mein Gott. So. Okay. Ja, Junge, na egal. Ich bin noch nicht weit gekommen. Dann jetzt nochmal. Elektroschocker. Was macht er? Er hat aufgehört. Hm? Er geht. Hä? Was passiert hier bitte? Okay. Ja, natürlich kommt das Alien jetzt. Jetzt war ich so verwirrt, dass ich wieder gezögert habe. Aber es ist wieder gegangen. Dämlicher Roboter. Jetzt kommt es direkt links, rechts hier. So, es kommt gleich nicht aufhören. Hör auf, ich nehm's zurück, hör auf, geh weg. Ich hab's irgendwo gehört hier. Bitte, 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 geh unter. Flammenwerfer, Flammenwerfer, da. Das war's, Aufzug und Online-Replay. Was war's? Hä? Sie sind unterwegs Richtung dem sogenannten Projekt KI-348. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie angekommen sind. Jetzt hab ich jetzt gerade nicht wirklich gerafft. Ich musste den Typen einfach umbringen, oder wie? Wahrscheinlich hat er einfach das System die ganze Zeit wieder deaktiviert. Aber ich glaube,
Wo kommt er denn jetzt her? Och Mann. Ist das nervig. Was sagt die Karte? Wo ist das denn bitte schon wieder? Komm, jetzt hält mich die Türen durch. Kann ich von hier aus nicht erkennen. Go. Ja, guck dir das gut an. Bitte Bescheid, was ist passiert, wenn du unartig bist. Es ist nervig. Auch die Geräusche. Mann, oh Mann, Mann. Kannst du endlich mal wieder gehen? Ach, komm her. Das habe ich ganz ehrlich gesehen, und dann jetzt auf einmal kannst du mich doch erkennen. Ich hab wieder 100.000 Mal. Egal. Elektroschocker. Bereit. Dann legen wir den jetzt um. Ähnlicher Roboter. Lass das. Gut. Jetzt hör auf, geh weg. Ich hasse dieses. Ich lebe noch. Das war's. Aufzug ist online. Replay. Ja, danke. Ich hab's. Ich möchte mich bewegen. Jetzt. Ich komme hier durch. Da ist der Roboter, der von rein kann. Okay, okay. Jetzt kommt mir den eigentlich looten, aber egal. Hauptsache durch und weg. Da ist eine Falltür. Wo sind wir jetzt und wo müssen wir hin? Ich habe komplett die Orientierung verloren. Komm, Roboter. Schaff ich das noch? Ich hoffe mal. Das Alien ist auch da. Egal, vielleicht lenken die sich gegenseitig ab. Ich bin sicher. Er geht. Oder es geht. Roboter ist auch weg. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber ich denke, wir sind hier richtig. Hier reingucken. Nichts Brauchbares. Der Alien läuft unten noch rum. Kommt hier rein. Ah. Wo ist es? Unten. Ja, geh schon wieder weg. So ist gut. Wie weit? Nicht wirklich weit. Egal. Ich hasse das Vieh. Das habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Nein, tatsächlich nicht. Schaffe ich es noch in den Schrank oder bleibe ich lieber hier? Es geht wieder, okay. Es kommt schon wieder. Junge, wie soll ich denn hier rauskommen? Okay, es ist unten. Guck mal das Fenster. Da steht es. Kann es auch durchs Fenster gucken? Ich hoffe mal nicht. Steht es wieder da am Eingang? Also heute
läuft sie nicht so. Was ist denn? Ich höre es direkt neben mir wieder. 41, komm jetzt. Ich glaube, es ist im Lüftungsschacht. Endlich. Jetzt schnell. Einmal den Kartentisch nehmen. Einfach weiter. Gut, hier können wir uns verstecken. Elektroschokoladung, perfekt. Haben wir die wieder aufgefüllt, die wir gerade verbraucht haben. Dann nochmal auf die Karte gucken. Wo sind wir jetzt und wieso ist das grün? Keine Ahnung. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Hier ist eine Sackgasse? Nee. Wir müssen da lang. Also gucken wir erstmal hier lang. Vielleicht gibt es hier oben irgendwas Brauchbares. Wir haben hier eine Impfpistole. Haben wir schon genug? Aber wir können das auf Medikit herstellen. So. Dann können wir es auch gleich mal benutzen. Perfekt. Dann nehmen wir es mit. Hey, hier ist wieder irgendwo noch näher. Die ganze Zeit diese Schritte. Aber ich glaube, es ist wieder ein Lüftungsschacht. Oh, wir passen hier nicht durch. Wir müssen irgendwie, glaube ich, die Schienen aktivieren, damit das weiterfährt. Jetzt geht das? Hat es gerade auch schon geleuchtet? Ich dachte, ich hätte die Knöpfe angeguckt. Egal. Hauptsache, wir kommen durch. Ist hier eine Scheibe? Nee. Da könnten wir also theoretisch raus und hier auch. Da bräuchten wir Strom. Ich sehe nicht viel. Ich höre was. Oh, kommt nicht hin. Aber es sieht doch auch nichts, oder? Oh, ich dachte gerade, es kommt. Okay. Nochmal gerettet. Ja, bleib schön hinten. Hier ist zu. Neuverkabelung. Kann wahrscheinlich Luftreinigung anmachen. Na komm. Nein. Raus. Oh Gott. Okay. Wieder ein Lüftungsschacht. Beleuchtung aus. Luftreinigung an. Das war's. Wir müssen was erkennen immerhin. Jetzt ist die Frage oben oder unten. Wir gehen erstmal. Scheiße, ich habe mich genau falsch entschieden. Oh, ich kann doch schießen, oder? Nee? Och Mann. Scheiße, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ja, ich habe 50-50 verkackt. Wäre ich doch oben lang gegangen. Oh. Es klang so, als wäre es oben aus dem Lüftungsschacht gekommen. Nicht ernsthaft jetzt, oder? Gut, wir sind jetzt gleich im Lagerraum wieder. Ich beseitige nochmal kurz die Leute. Gut, wir sind wieder hier. Wir gehen einmal daran. Machen die Luftreinigung an. Oh, dann schnell. Raus. Hier raus. Gut. Wir gehen diesmal oben lang. Komm, einfach schnell vorbeischleichen. Sehr gut. Ja, es ist nicht hier. Okay. Können wir uns verstecken, notfalls? Ich hoffe mal, es kommt jetzt nicht. So, schnell aufmachen. Komm. Ich hör's doch. Komm. Bitte beeil dich. Ich kann's euch abbrechen, ne? Nee. Bitte dreh dich um. Oh mein Gott.
Das war close. Da rein, komm. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Einmal auf die Karte gucken. Ah doch, okay. Ich weiß, wo wir sind. Wir waren vorhin und haben diese Schalter aktiviert. Da war der. Gut. Oh. So, sehr gut. Geht da lang. Hä? Nett? Nein. Nicht da lang. Okay, rest in peace. Wo kam die her? Ganz leise jetzt. Okay. Geh weg. Geh weg. Ich will nur mal gucken, was unten ist. Sehr gut. Was geht hier ab? Da wäre eine Kiste zum Looten. Zu Projekt, was? Ist das ein Fahrstuhl hier? Oh ja, shit. Egal, ich hoffe mal, da gab es jetzt nichts mehr zum Looten. Was wichtig ist. Oh. Junge, Junge, Junge. Also heute war das Alien besonders nervig. Wait, hab's geschafft. Folgt es Ihnen noch? Ich glaub schon. Ich glaube auch. Ich habe einen Plan, gehen Sie Richtung der Labore. Klar, gerne doch. Ja, kein Speicherpunkt. Mal sehen. Scheint schon wieder ziemlich groß zu sein hier unten. Oh wei. Da drüben den Schacht haben wir gerade gesehen. Da liegt jemand. Da geht's noch weiter. Oh, es macht auch Licht. Und wir brauchen nichts dafür. Ist praktisch. Er hat nichts, was wir brauchen. Hier geht's überall nur nach oben. Na, mal sehen. Können wir uns verstecken? Können wir wieder runter? Da steht irgendjemand und wackelt. Aber mit ihm können wir hier auch nichts. Dann gehen wir mal hier durch die Tür durch. Was haben wir hier? Können wir aufhacken? Speichern. Perfekt. Oh, endlich. Würde aber auch sagen, das war's dann für diese Folge. Müssen wir in der nächsten Folge gucken, was Wades Plan ist. Wir sind jetzt zwar nicht so wirklich weit gekommen, da ich durchgehend gestorben bin, aber ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.